Ja, hi Freunde und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video meinerseits. Lange habe ich das schon mal wieder geplant, weil ich stehe gerade hier in meiner Küche und wollte, weil es ist ja schon wieder über ein Jahr her, mal ein Holi-Video machen, weil bei mir hat sich über all die Monate jetzt einiges angesammelt. Das, was jetzt als letztes rauskam, das habe ich nicht mehr mitgenommen. Aber ich habe hier einige Holi-Sorten, nicht nur Energy, auch von den anderen Sachen, was rumzustehen und wollt euch mal meine Meinung jetzt zu den einzelnen Sachen sagen. Ich zeige euch mal kurz, wie das hier bei mir aussieht. Also das ist hier mein Holi-Regal. Hier steht alles Mögliche rum an Sorten der letzten Monate. Wie gesagt, es gibt glaube ich noch welche mit Hitchis Geschmack. Die habe ich nicht, aber ja, lass uns einfach mal über die Sorten sprechen, die ich habe. Bei Holy, da kam ja auch dieses Hydration-Zeug raus, also dieses Getränkepulver, dieses Hydration-Getränkepulver, was so ein bisschen isotonisch sein soll. Kann man tatsächlich auch, ich gebe es ab so ab. Ich gebe es ab und zu mal meiner Tochter mit zu trinken, weil finde ich immer noch besser als irgendwelche Pop-Sachen. Also Cola, Fanta, Cola sowieso nicht, Fanta ab und zu vielleicht mal. Und was gibt's noch? Irgendwelche Fruchtsäfte und Co. Also da finde ich tatsächlich die Holi-Geschichte immer ganz praktisch, früh mal so eine Flasche mit den Kindergarten zu geben, statt Wasser mit Geschmack. Ne? Oder ja, statt Wasser was mit Geschmack mitzugeben. Die Sachen sind ja auch gekommen und ich trinke die auch ab und zu mal ganz gerne nach dem Sport und so oder am späten Nachmittag, wenn ich mir kein Energy mehr reinhaue, dann trinke ich eben auch mal diese Hydration-Sachen. Also nicht wundern, dass meine Kamera hier so hin und her schwenkt, aber ich habe heute mal hier die DJI am Start und die hat hier so einen automatischen Gimbal mit Gesichtsverfolgung etc. Ihr seht das schon. Fand ich jetzt vielleicht für das Video ein bisschen praktisch, weil ich bewege mich hier irgendwie hin und her und da passt das. Ne? Ein bisschen Dynamik kann ja auch mal nicht schaden. Ja, womit fange ich denn an? Ich greife hier einfach mal irgendeine Sorte. Cranberry Hydration. Das ist zum Beispiel eine Sorte, die ist bei mir alle, weil sie jeder gesoffen hat. Ja, also da ist wirklich nur noch so ein harter Rest unten drinne. Kriegt man vielleicht, wenn man das mit der Gabel klein drückt, noch ein bisschen was raus, so zwei, drei Drinks. Ist übrigens auch ein Tipp, verbraucht das Zeug relativ schnell, also hortet euch nicht so viel, wie ich da habe, weil irgendwann wird es hart. Es zieht so ein bisschen Feuchtigkeit aus der Umgebung, auch wenn diese Dosen hier so eine Aluminiumbeschichtung inne haben. Aber trotzdem, wenn die einmal auf sind, irgendwo kommt dann doch Feuchtigkeit über die Luft rein und dann wird es irgendwann nach Monaten hart. Ja, und irgendwann ist das Zeug wirklich so hart, dann kann man es fast wegschmeißen. Also, wenn ihr jetzt eine Sorte habt, die euch nicht schmeckt und die steht Monate rum, guckt da mal rein, die müsste eigentlich dann hart sein, dann haut die weg. Aber eigentlich ist das ja nicht Sinn des Ganzen, sondern man trinkt das ja und dann ist das eben auch wie hier die Sorte. Irgendwann alle. Also, mal zum Cranberry. Ich finde das super lecker und das ist auch eine Sorte, die hier wirklich wegging ohne Ende. Also fand jeder lecker. Die Kinder finden es lecker, die Großen wie die Kleinen. Ich fand es lecker und war entsprechend schnell weg. Ist dieses Hydration mit Cranberry-Geschmack und da sind ja auch noch hier jede Menge Vitaminezusätze drin und Hydration-Drink mit Elektrolyten und Vitaminen. Also das ist eben eine relativ gesunde Geschichte, muss man sagen. Bleiben wir gleich mal bei der Serie und da habe ich noch das Lemon am Start. Das ist die Sorte, die jetzt gerade getrunken wird. Also damit ihr auch seht, ne, dass das bei mir weggeht. Mia mag die Sorte gerade sehr, das Lemon. Und ich gebe ihr die tatsächlich auch mit gutem Gewissen. Und was auch ganz lecker ist, ist diese Birne, also Pear, diese Birne. Ja, ging auch schon gut was weg. Und das sind die drei Hydration-Sorten, die ich da habe. Mehr habe ich nicht. Ich glaube, da kamen noch ein paar mehr. Ich habe bei Toni noch die eine oder andere Sorte gesehen. Aber bei Holy geht es ja auch immer weiter. Und wie gesagt, es geht ja jetzt wirklich mal um die Sachen, die ich hier habe. So, dann geht's weiter mit Holy Energy. Ein sehr, sehr leckeres, ich sag schon fast Aroma, aber das bedingt wahrscheinlich, dass ich aus dem E-Zigarettenbereich komme. Von daher, es wird ja hier mit Aromen auch gearbeitet. Also, was mir sehr, sehr gut geschmeckt, was mir sehr, sehr gut schmeckt, immer noch schmeckt, weil da ist nämlich noch was drin, ist, seht ihr hier, ne, ist auch schon gut weggegangen, ist das Watermelon Whale.
Bei Holi haben die ja immer so coole Namen, ne? Watermelon Whale, also der Wal. Leckere Geschichte, gefällt mir sehr, sehr gut. Was richtig cool ist, ich finde nur die Dose ein bisschen unpraktisch, stand bei mir, nachdem ich es gekriegt habe, echt lange rum, ist das hier. Das Grapefruit Giraffe, also Grapefruit Giraffe, kommt in so einer Riesendose mit einem absolut bescheuerten Löffel, den man nicht reinstecken kann. Ja, also ich zeige es euch mal hier, weil die haben sich wahrscheinlich gedacht, wenn man einen kleinen Löffel reintun, kommt man da so blöd ran. Deswegen haben die hier so einen großen Löffel dazu gepackt. Jetzt, wo die Dose halb leer ist, kann ich den Löffel hier immer so ein bisschen verstauen, weil ich mag das überhaupt nicht, wenn ich irgendwelche Löffel irgendwo rumliegen habe. Und auch eine super leckere Geschichte, die ich eigentlich fast täglich trinke. Also ihr müsst euch das bei mir so vorstellen, ne? Ich gehe früh aus dem Haus und kipp mir Holi immer in solche Flaschen rein. Das sind 800 Milliliter. Also das, was der Hersteller eigentlich empfiehlt, auf einen halben Liter zu geben, trinke ich auf 800 Milliliter, taugt mir laut meiner Erfahrung jetzt so mittlerweile am besten, weil ihr könnt da ruhig hochgehen, ihr müsst es nicht auf 500 Milliliter hauen, da finde ich es dann fast zu intensiv, aber auf 800 Milliliter, also hier in solchen Fußballflaschen oder Sportflaschen, ist das wirklich perfekt für meinen Geschmack, weil kann ich ständig saufen, also ich trinke es nur, wie gesagt, vormittags, also gerade das Energy, weil auf dem späten Nachmittag merkt man dann schon, wie man dann wach ist und dann, wenn man irgendwann ins Bett will, wird es schwierig. Gerade auch wegen dem mikroverkapselten Koffein. Das wirkt bei mir tatsächlich ziemlich gut und das boostet bei mir auch immer noch. Und ich trinke ja Holin und schon sehr lange auch. Ja, dann das Woodruff Wolf. Also eine Version, die ist so ein bisschen kontrovers, ne? Habe ich eine Weile gebraucht. Das ist, glaube ich, so Waldmeister. Also, wenn mich nicht alles täuscht, also es muss Waldmeister sein. Ich habe jetzt nicht die Webseite irgendwie auf und gucke nochmal alles, sondern ich mache das jetzt wirklich aus meinem Kopf und aus meinem Geschmackssinn. Gefällt mir mittlerweile richtig gut, weil es mal komplett was anderes ist. Und ihr seht es ja hier, es wird auch getrunken von mir. Und ich habe so viel, da kann ich auch noch eine Weile von zehren, obwohl ich das jetzt mittlerweile auch habe. Schon lange habe und jetzt hier gucken muss, dass da unten ist es auch schon hart. Ne? Also das ist halt so ein bisschen doof bei diesen Sachen, weil ich habe einfach zu viel Sachen auf einmal, zu viel Sorten, die ich gemixt trinke, wie ich Bock habe und dann wird eben die eine oder andere Sorte mal hart. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht aus dem Konzept komme. Thai Lime Toucan ist auch eine Sorte, die schmeckt mir gut. Ja, trinke ich auch ab und zu mal gerne. Nicht so gerne wie die anderen Sorten. Aber sie ist gut. Also es ist jetzt nicht mein Favorit so von den anderen. Also gerade hierzu greife ich fast immer im Moment so als erste Wahl. Oder das Melone ist im Moment so ein bisschen meine erste Wahl. Aber hier habe ich auch ab und zu Bock drauf. Kann ich aber auch im Prinzip täglich trinken, wenn ich jetzt nichts anderes hätte. Kommen wir mal zu Sachen zwischendurch, die ich nicht so geil finde. Genau, hier zum Beispiel. Das ist eine Sorte Holy Energy Energy Eel. Das ist eine Sorte, habe ich auch schon reichlich probiert und festgestellt, dass es mir irgendwie gar nicht so mundet. Also dieses Energy, ich weiß nicht, welche Energy-Sorte hier kopiert ist oder an was das angelehnt sein soll, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Holi eigentlich nicht eiskalt trinke, sondern ich nehme das Wasser aus dem Wasserhahn, eben so kalt wie das ist und mische das damit an. Und eine Energy musst du eigentlich eiskalt trinken, damit du dieses Übertünchte nicht so schmeckst, sondern dass das von der Kälte so ein bisschen gekillt wird. Aber ja, komme ich nicht so ran. Kann ich zwar ab und zu mal trinken und ich trinke es auch ab und zu mal wieder, um zu gucken, wie es schmeckt, wenn ich schon wieder vergessen habe, wie es schmeckt, aber merkt dann jedes Mal, nee, so geil ist es doch nicht. So, was haben wir hier? Hier haben wir Wildberry Wolf, auch ein ziemlich geiles Ding. Also auch eine Sorte, die bei mir jetzt kurz vorm Wegschmeißen ist. Also da unten ist ein bisschen hart, aber noch ein bisschen loses Pulver. Also auch schon fast alle. Sehr, sehr lecker. Wirklich sehr, sehr lecker. Also kann ich empfehlen, die Sorte. Was habe ich noch? Die ist ja noch vom letzten Jahr. Die ist bei mir tatsächlich noch zu. Das ist so eine Reservedose.
Nee, die ist bei mir nicht zu, die ist sogar offen und die ist sogar noch pulverig. Wo ich die letzten Monate gar nicht angefasst habe, also die ist noch gar nicht hart geworden. Das ist ja die mit dem Wildschwein hier, diese Xmas, die Holy Xmas Geschichte. Bratapfelmäßig ist das Ganze hier, habe ich jetzt das ganze Jahr über irgendwie keinen Bock drauf gehabt, das zu trinken. Ist um die Weihnachtszeit irgendwie, wenn man so in dieser Stimmung ist, gar nicht verkehrt und schmeckt auch ab und zu mal gut, aber ist kein Daily. Ja, also es ist nichts, wo du denkst, so, oh, ich kipp mir das jetzt rein, sondern du musst da wirklich Bock drauf haben. Und zur Weihnachtszeit, vielleicht kommt es wieder dieses Jahr, keine Ahnung, aber was Spezielles. Also wirklich nicht schlecht, aber speziell. Oh, was haben wir noch? Winterpunsch. Winterpunsch, das ist Tee gewesen. Die Teesorten trinke ich ab und zu mal. Ich finde aber mittlerweile die Hydration-Sachen viel, viel besser als die Teesachen. Und bei den Teesachen, weil ich nicht weiß, wie die Extrakte sind, gebe ich zum Beispiel auch nicht meiner Tochter zu trinken. Da gebe ich ihr lieber die Hydration-Sachen, weil hier sind ja auch Schwarztee-Extrakte und so ein Zeug drin. Ich weiß jetzt nicht, ob hier Schwarztee drin ist, aber ja. Also früher gab es ja nur diese Tee-Extrakt oder diese Teesorten und die Energy-Sorten. Und Winterpunsch, weiß ich jetzt gar nicht. Winterpunsch X-Hibiskus. Kann ich jetzt tatsächlich gar nichts zu sagen. Ich glaube, der war aber auch nicht so schlecht. Habe ich jetzt ewig nicht getrunken. Soll aber auch nicht Kern dieses Videos sein. Dann habe ich Cherry Cheetah. Auch eine Sorte, die tatsächlich gar nicht schlecht ist. Ja. Das ist immer, wenn man in so Pulverdosen riecht. Habe ich auch schon ordentlich was weggeballert von der Sorte. Habe ich aber tatsächlich jetzt auch lange nicht getrunken, weil sie stand jetzt auch in dem Stapel unten. Aber auch eine gute Sorte. Und was haben wir noch? Holy Ice Tea. Die ist schon ordentlich eingestaubt. Auch keine schlechte Geschichte. Aber wie gesagt, wie eben schon erwähnt, also mit den Teesorten bin ich nie so warm geworden, weil, warum eigentlich? Also ich trinke ja das Holy Energy beispielsweise, weil es mich ein bisschen kickt. Und um jetzt normal zu trinken, brauche ich eigentlich keinen Zusatz. Also ich trinke Holy schon so ein bisschen wegen dem Energy-Nutzen. Ja, ansonsten würde ich Wasser trinken oder trinke überwiegend Wasser. Und solche Pulvertee-Geschichten sind okay für Leute, die sagen, sie können kein Wasser trinken. Gibt es ja zuhauf, ne? Leute, die den Wasser nicht schmeckt. Aber fehlt mir so ein bisschen der Nutzen. Bei den Hydration-Sachen, so mit hier Elektrolyten und so, sehe ich schon wieder den Nutzen mehr als hier. Weil das ist hier wirklich für Leute, die kein Wasser mögen und dann eben... Ja, von daher ist es bei mir eine Sorte, also die Teesorten, die bei mir nicht so gut weggehen. So, was haben wir noch? Wir haben noch Peacock's Punch. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt gar nicht. Müsst ihr mal auf die Webseite gucken. Das ist eine Sorte, die ist bei mir auch schon ordentlich weggegangen. Ganz gut. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ganz gut, aber nicht mein Favorit. Aber ich habe es viel getrunken. Es ist sowieso total subjektiv mit diesen ganzen Sorten. Mal hast du Bock auf das eine, mal hast du Bock auf was andere. Das ist halt auch immer das Schöne, wenn du ein, zwei Sorten davon hast, kannst du immer ein bisschen switchen. Aber war ganz gut. Nicht so gut wie zum Beispiel mein Giraffe. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Aber gut, also so, dass man es mitnimmt, trinkt und alles ist schön. So, dann kommen wir wieder zu einer Sorte, die ich überhaupt nicht gut finde. Also das ist eigentlich gegenüber der anderen Sorte, wo ich gesagt habe, hier Energy. Energy kann man sich ja immer noch so ein bisschen schön trinken. Aber was für mich gar nicht geht, ist das Bubblegum. Ja, also das ist überhaupt nicht mein Geschmack. Habe ich auch schon ein paar Mal probiert und versucht, mich daran zu tasten. Aber ich bin kein Bubblegum-Esser und ich mag das auch irgendwie nicht im Getränk. Ja, also kann man ab und zu mal trinken. Dem einen oder anderen wird es mit Sicherheit schmecken. Aber mir schmeckt es überhaupt nicht. Mein absoluter Favorit, und das ist eine Dose, die ist tatsächlich noch zu. Ja, die hebe ich mir auf, weil das ist so meine erste Wow-Effekt-Holy-Dose gewesen, ist das hier. Das Raspberry Raptor. Ja, und die ist hoffentlich nicht hart.
Oh, scheiße. Nee. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich die tatsächlich mal aufmachen. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange man diese Holi-Dosen lagern kann, selbst wenn die verschlossen sind, ohne dass die hart werden. Also es ist nichts zum Hinstellen und in 10 Jahren mal benutzen, sondern es wird, glaube ich, irgendwann fest und dann ist natürlich auch blöd. Also gut, dass ich dieses Video jetzt mal mache, dann greife ich nämlich gerade mal diese Dose an und merke jetzt, ich sollte sie vielleicht mal aufmachen. Ich mache das vielleicht gleich mal. Weil die habe ich mir eigentlich so aufgehoben. Kennt ihr das, wenn ihr was super Geiles habt, was ihr toll findet? Ja, doch, ist Pulver. Ja, ist noch Pulver. Aber in Richtung fest. Ja doch, hier wird es schon fest. Also man kann es noch super benutzen, aber ich sollte es dann jetzt mal angehen, das Thema. Und das nicht verkommen lassen, weil dann wäre es schade drum. Weil das war meine absolute Lieblingssorte und das ist bestimmt immer noch. Obwohl ich es jetzt lange nicht getrunken habe. So, also das mein absoluter Geheimtipp. Mein damaliger Favorit. Ja, dann haben wir alle durch, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Sorten. Krass. 16 Sorten habe ich hier stehen. Ja, also heftig. Heftig, heftig, heftig. Ja, wisst ihr Bescheid? Wollte ich schon lange mal machen, das Video, um euch mal wieder auf den Stand zu bringen, was bei mir bei Holi so abgeht. Ne, welche Sorten mir ganz gut schmecken. Aber wie gesagt, es gibt viele weitere Sorten noch von Holi. Aber ich habe hier noch so viel, das macht dann erstmal gar keinen Sinn, jede Sorte mitzunehmen. Und ihr wisst ja, also Holi ist bei mir eine Sache, die trinke ich zwar täglich, aber erwähne es ab und zu mal, da muss man ja jetzt auch nicht so viel ein Review über jede Dose machen. Ne? Macht jetzt auch keinen Sinn. Wisst ihr erstmal Bescheid. Dann in diesem Sinne, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Und ich trinke mal noch einen Schluck. Bis dann. Ciao.